Hab ich's mir doch gedacht. Wenn meine Freundin verschollen ist, dann suche ich sie an ihrem Arbeitsplatz. Damit ich mir keine unnötigen Sorgen mache, obwohl wir doch verabredet waren. Entschuldigung. Wolltest du deine Entwürfe nicht heute Abend zu Hause durchgehen? Tanja hat sie in die Finger bekommen. Vernichtend. Warum? Die sind doch... Sie verursachen Augenkrebs. Hat Tanja das gesagt? Okay, um ehrlich zu sein, ich finde die Farben auch so ein bisschen... Ja, ich weiß, ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Ich weiß auch nicht, diese plötzliche Anwesenheit von Juri Adam hat mich total aus dem Konzept gebracht. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil du krampfhaft was beweisen wolltest? Nein. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich muss einfach wieder zu mir finden, weißt du, zu meinem Stil. Ja, das klingt richtig. Die nächste Kollektion, das ist nicht irgendeine. Man wird uns miteinander vergleichen. Die Presse wird schreiben, wer besser ist. Egal, wie man es nennt, es ist und bleibt ein Duell. Dass du um jeden Preis für dich entscheiden willst. Also blöderweise hat Juri dann auch noch mitbekommen, wie Tanja meine Entwürfe zunichte gemacht hat. Und? Ja, war eigentlich ganz nett. Der Typ ist arrogant, aber ist kein Arschloch. Egal. Alles, was ich jetzt mache, muss einfach perfekt sein. Ich muss alles aus mir rausholen. Ich darf mich jetzt auch nicht mehr ablenken lassen. Okay. Ich hab's verstanden. Ich glaube an dich. Joggst du jeden Morgen? Jetzt frag mich bloß nicht, ob wir mal zusammen laufen können. Ich habe übrigens die ganze Nacht an meinen Entwürfen gearbeitet. Ja, sehe ich mir gleich an. Es ist noch nichts fertig. Dann lass dir doch Zeit. Bringen wir die Kollektion erst nächste Saison raus. Tanja, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen vernichtender Kritik und konstruktiver. Was willst du von mir, Rebecca? Ich brauche mehr Informationen. Wie positionieren wir uns zu Juri Adams Zweitlinie? Und bedeutet seine Anwesenheit, dass ich konservativer werden muss? Und wenn ja, wie konservativ? Weißt du, ich bin total verunsichert. Stopp! Weißt du, was dein Job ist? Mich zu überraschen mit deinem Design, und zwar positiv, mir etwas zu präsentieren, wozu du, ich und LCL stehen können. Etwas, das erfolgreich ist. Und weißt du, was mein Job ist? Nicht deinen zu machen. Ah, da bin ich ja froh, dass ich sie mal treffe. Ich hätte ein Phantom engagiert. Wie läuft's denn? Ich habe noch nicht angefangen. Gibt's irgendwelche Probleme? Ich habe ein gutes Gefühl. Hören Sie, Sie haben absolute Freiheit, ein eigenes Budget, die modernste Infrastruktur der ganzen Branche. Da warte ich, dass ein bisschen mehr bei rauskommt als ein gutes Gefühl. Ich kann Ihnen die Entwürfe zeigen, wenn Sie fertig sind. Entwürfe? Ich kann mit Zahlen umgehen, Verkaufszahlen, die gern zeigen, wenn es soweit ist. Der Rest interessiert mich nicht. Ah, da habe ich ja meine beiden Kreativgenies auf einen Haufen. Darf ich fragen, wie es um deine Kollektion bestellt ist? Nein, darfst du nicht. Ich sag nur so viel. Sie wird gut, sie wird erfolgreich und sie wird von mir sein. 200% Rebecca von Lahnstein. Und jetzt entschuldige mich, ich muss weiterarbeiten. Ja, ich meine, hallo. Paris. Du, ich muss aufhören. Grüß Timo von mir, ja? Sorry, ich frag nur kurz. Was siehst du hier? Deine neue Kollektion? Ja, das ist mir klar. Wie findest du es? Vergiss einfach mal kurz, dass ich deine Chefin bin. Und? Fundierte Kritik. Doch, ja. Also, die einen Kleider sind jetzt so und manche sind halt so.
Kim, kommt da jetzt noch irgendwas? Also ich finde sie alle total super. Ja. Und was ist mit der V-Form? Die Schulterpartie ist durchweg dominant. Die Frage ist doch, wer will so eine Frau sein? Will man was kaufen, um andere einzuschüchtern? Bestimmt. Also das Zitat ist eindeutig. Das Farbkonzept, ich weiß nicht. Also mich erinnert das an Miami. Das Gefühl ist mag, wenn man unter einem knallblauen Himmel sitzt und ein Zitronensorbet schlürft. Es ist ganz klar, was hier zitiert werden soll. Aber man weiß irgendwie nicht, warum. Also, es ist eine nachvollziehbare, aber auch total leere Geste. Und, also, zumindest das bei mir so, wenn ich ein Zitronensorbet schlürfe, dann tut das auch immer ein bisschen weh. An den Zähnen. Danke, Martha. Wir fangen noch mal von vorne an. Ich weiß, ihr habt schon sehr viel Arbeit in diese Kollektion gesteckt. Genauso wie ich. Ich möchte einfach keine Kollektion, die Zahnschmerzen verursacht. Ich möchte was, was die Leute da draußen umhaut. Und ich weiß, ich kann mich auf euch verlassen. Klar. Und ihr euch auf mich. Also, an die Arbeit, ja? Nein. Falsche Farbe. Ist dir dein Job zu anstrengend? So, ich habe jetzt das rausgesucht. Den. Super. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Danke. Ist was? Ich bin so stolz, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank. Sagen Sie, Claudia Dean? Du, ich habe keine Ahnung, was du machst. Neuer Ansatz. Hat es dir gefallen, wie Tanja meine Entwürfe in der Luft zerrissen hat? Da will ich dir auch mal einen Tipp geben, ne? Siehst du nicht so rein. Hm? Ey, ich bin kein Arschloch. Zumindest glaube ich, dass ich kein Arschloch bin. Ey, ich bin gerade auf dem Weg nach draußen. Ideen sammeln. Willst du mitkommen? Nein, ich bleibe hier. Ich finde hier meine Inspiration. Danke. Okay. Viel Glück. Dir auch. Ist das der Richtige? Ja. Viel von welchem Stoff da ist. Mhm. Und besorgst das passende Garn zu den angekreuzten Mustern, ja? Und beeil dich. Ja, ich wollte dann noch schnell Mittagspause machen. Okay. Das kannst du bitte danach machen, ja? Mhm. Das hast du also mit deiner Zeit angestellt. Genau. Muffins gekauft. Und du? Ich sag nur so viel. Totaler Durchbruch. Kreative Menschen brennen sehr schnell aus. Und dagegen hilft ein Muffin. Muffins sind gute Freunde. Okay. Es tut mir leid, wie das in der letzten Zeit mit uns gelaufen ist. Aber ich glaube, ich habe was kapiert. Möglicherweise führt unser Duell dazu, dass wir beide das Beste aus uns herausholen. Du meinst, durch
Reibung wird Energie erzeugt. Also. Ja. Und hoffentlich Mode, die die Welt verzaubert. Was inspiriert dich eigentlich am meisten? Stille. So, also ich habe alle Stoffe gefunden, die du mir aufgeschrieben hast, bis auf die Rosa in der Farbnummer. Passendes Garn habe ich bestellt. Bestellt? Mhm. Ab in den nächsten Laden. Wie? Jetzt? Ja, spreche ich Chinesisch? Tag miteinander. Eigentlich wollte ich noch mal kurz vorbeischauen, aber da mir hier gerade verschiedene Menschen ganz gewaltig auf die Nerven gehen, lasse ich es jetzt an euch aus. Komm, hopp. Also. Ihr wird bald. Danke. Sagt Ihnen diese Zahl etwas? 43 Tage bis zur nächsten Präsentation. Ich habe mir gerade mal die Quartalszahlen angeschaut. Und ich dachte mir, ein wenig Motivation könnte nicht schaden. Wie wär's damit? 25% ist das Minimum an Umsatzsteigerung, was ich erwarte. Wenn nicht, könnte ich den Eindruck kriegen, dass ein paar neue, kreativere Ideen nötig wären. Und vor allem ein paar noch neuere, noch kreativere Köpfe. Also, Sie sehen, es ist wie im alten Rom. Es gibt die Gewinner und die, die vom Löwen gefressen werden. Schönen Tag noch. Ich weiß auch nicht warum, aber unter Druck, da arbeite ich noch besser. Warum wundert mich das nicht? Weißt du, ob in 43 oder in 17 Tagen. Alles, was ich möchte, ist die beste Kollektion meines Lebens abliefern. Und nicht für Ansgar von Lahnstein oder für irgendwelche Umsätze, sondern für mich. Sind gar nicht so unterschiedlich.